Heute haben wir den 28. August 2017. Initiative Stille Wut wünscht euch einen schönen August. Und ja, jetzt stehen wir hier vor Integration, Leitkultur, Leben, CSU. Wie man ja überall sehen kann, in ganz Bayern, Umland und so weiter. Vor allen Dingen auch hier in Wolfratshausen. Und ja, das ist doch eine schöne Sache, dass sich die CSU für das Thema Integration so eingesetzt hat, wie auch Frau Merkel vor allen Dingen. Und ja, und jetzt sind wir hier in Wolfratshausen, da wo dieses Schild auch steht. Und genau hier ist ja, wie auch in der Presse beschrieben worden ist, auch einer dieser Flüchtlingsheime sozusagen gestellt worden von der Polizei Wolfratshausen, der alten Polizei. Und wir finden das auch alles wunderbar. Vor allen Dingen, es ist ja auch wieder mal Jonas Better Place sozusagen, dafür steht ja auch Jonas Better Place, die sich da also wirklich sehr eingesetzt haben. Und direkt da nebenan, hier von der Beschilderung, sehen wir hier dieses schöne Haus. Ja, ist ja wirklich sehr nett. Ich glaube, wir haben hinten gerade die Flüchtlinge gesehen, wie sie gespielt haben. Ein Ballspiel, Volleyball oder so. Basketball. Basketball, ja genau. Ja, und jetzt sind wir hier. Und das ist doch wirklich hervorragend, wie Jonas Better Place sich eingesetzt hat. Oder einsetzt, ja. Ist ja auch ein ganz großes Problem. Wohin mit den Asylanten? Also ich finde, hier ist sehr viel Platz. Ich sehe wenig Asylanten, aber viel Platz. Ein schönes Haus. Ja, und da ist Jonas Better Place. New Place. Herzlich willkommen, welcome. New Place. Ja, einer dieser Plätze. Schön, dass Wolfratshausen beziehungsweise das der Land, die Landregierung dafür sich eingesetzt hat, dass sie Plätze zur Verfügung gestellt hat für die Asylanten. Nur frage ich mich einfach, und das ist eben, was mich irgendwie ein bisschen irritiert ist, also einer der Geschäftsführer fährt mit einem Ferrari durch die Gegend, hat sich für ein Jahr gemietet, diesen Ferrari, ein 5, was für eine Zahl? Ein Ferrari gemietet und ich habe dann da mal nachgefragt, was dieser Ferrari eigentlich kostet. Also mir wurde gesagt, der würde 5000 Euro im Monat kosten, der Ferrari, die Miete. Da haben wir aber noch nicht mal die Benzinkosten dabei. Und das für ein Jahr, wurde uns gesagt. Ja, irgendwie komisch, oder? Wie kann das sein, dass man sich auf der einen Seite einsetzt für Flüchtlinge und so weiter und so fort und alles treibt. Das Geschäft scheint sehr lukrativ zu sein. Aber das Geschäft scheint anscheinend sehr lukrativ sein. Dass man muss sich genug Geld zur Verfügung haben, um sich das zu leisten. Ja, und das ist anscheinend da. Ja, das ist anscheinend da. Also, liebe CSU, jetzt gehen wir mal wieder vor zum Schild, dass man sich das mal so verinnerlicht. Jetzt gehen wir wieder auf das Schild zu. CSU, Integration, Leitkultur. Was für eine Kultur ist es denn? Ah, das ist so eine Leitkultur, wo man auch profitieren kann, wo man vielleicht auch über irgendwelche Wege steuerlich an irgendwelche Fiskus vorbeikommt und dann aber offiziell einen auf wir sind Gutmenschen wirbt, ja, so wie so viele machen. Aha, Frau Merkel, so ist es also. Also sozusagen, wie kann ich auf der einen Seite mit einer weißen Weste nach vorne stehen und dann auf der anderen Seite mit dieser weißen Weste in einen Ferrari steigen, der mich im Monat 5000 Euro kostet? Aha, mich nicht wahrscheinlich, sondern den Bürger, weil man das ja steuerlich absetzen kann. Ach, Frau Merkel, ich habe Sie verstanden, so funktioniert es. Ah, jetzt weiß ich auch, warum so viele Leute, die wissen, wie die geschäftlichen Tricks ablaufen,
warum es denen so gut geht. Ja, Frau Merkel. Und dann jetzt plötzlich sagen, ach ja, um irgendwelche Wählerschaften doch noch für sich zu gewinnen, zu sagen, ja, also wir sind natürlich überhaupt nicht dafür, wenn Asylanten sozusagen wieder zurückgehen, um Urlaub zu machen. Nichts gegen Asylanten. Gar nichts gegen Asylanten. Aber irgendwo muss man doch schon ein Konzept haben. Und es muss auch nachhaltig sein. Und nicht irgendwie wischiwaschi, wo irgendwelche Firmen, Entschuldigung, dass ich Better Place damit angesprochen habe, aber das ist eine Tatsache. Und davon gibt es noch mehrere Firmen, dass sie damit sich gesund stoßen. Die Profiteure der Flüchtlinge. Und das ist unmöglich. So geht das nicht, Freunde. So geht das nicht. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir diesmal für Aufrufe kriegen. Das letzte Mal haben wir es ja nur angedeutet, weil wir ja von den Jobcentern höchstpersönlich serviert bekommen haben, wie die Leute vom Staat sozusagen auch unterstützt werden und was da für Gelder fließen, noch in einer ganz anderen Ebene. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Denkt mal über diese ganze Asylantenpolitik nach, was hier getrieben wird und wer eigentlich hier der Leidtragende ist und wer das Ganze hier unterstützt. Frau Merkel, schauen Sie sich das ganz genau an. Tschüss!